was geht? Oh, ich pack die Dinger schon mal aus, die wir gleich mitnehmen. Ist mein Helm auf. Ja, letzte Vorbereitung, fangen gleich an. Ich kann mit Druck so überhaupt gar nicht umgehen, ne? Muss ich mal rauslassen, den Scheiß. Oh, sorry. Leute, hör mal. Alle Teilnehmer mal hier zusammenschauen, zusammentreffen. Ich verkünde mal die Leute für das erste Rennen. Und wenn ich die Person aufgerufen habe, stellt die sich bitte neben eine der KTMs. Klar. Ja. Ich würde euch dann auch gerne nochmal die Strecke einmal nochmal erklären. Schaut mal auf die Karte für die, die eingesprungen sind. Yeah. Ihr fahrt hier unten los, fahrt am Damm rechts vorbei. Das heißt, die untere Strecke 7351 hoch zu 7356 bis hoch zum Route 15 Highway. Ja. Freeway. Und da steht ein LKW und da müsst ihr schräg links hoch zu knapp 1 cm unter 7360. Da stehen die 4x4, da steigt ihr um und fahrt zurück hier runter und durch den Damm durch unten und dann hier zu der Dings wieder. Und bleibt dann bitte im Auto, auf der KTM sitzen, in dem Wrangler. Damit wir sehen, wer welche ersten drei hier ins Weiter kommen. Yeah. Alles klar. Okay. Wieder einer von euch pittet mich runter, dann gibt's Stich. Ich gebe gleich das Startsignal und bleib dabei im Funk, dann hört ihr das, wenn es losgeht. Also, Geschwindigkeit ist hier nicht alles, ne? Überleben ist das einzig Wahre. Ein Funk oder was, den wir reingehen? Nee, das sind das ist wir, die Mitarbeiter. Okay, das Rennen geht los in 3, 2, 1, los. I'm sorry.
So. Vorweg will ich mich erstmal recht herzlich bedanken an alle, die da waren, auch an die Zuschauer und an das Team, die mitgemacht haben. Hiermit verkündige ich die Gewinner. Platz 3 ist Jamal Arafat. Danke, danke. Platz Nummer 2 ist die schönste Frau Dortmunds, die Lara. Oh, danke! Und Platz 1 geht an Carlo Rodriguez. Ja! Und können wir noch mal dran denken, wie schön gerade Jack das Auto ins Gesicht bekommen hat. Das war natürlich herrlich, oder? Wunderbar. Ich glaube, das wird dein Highlight, ja? Also, ich wünsche euch was. Und danke für wünsche das euch schöne Event. Yo, ich danke euch. Danke. Ja, danke an das ganze Team hier.